Sie betreiben Prozessmanagement im Unternehmen, haben Prozesse modelliert und stecken viel Zeit und Energie in dieses Thema. Trotzdem will sich der Erfolg für die viele Arbeit irgendwie nicht einstellen. Die Prozessmodelle interessieren kaum jemanden, keiner hält sich dran und schneller oder besser wird irgendwie auch nichts. Woran das liegt und wie Sie aus diesem Dilemma rauskommen, darum geht es in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Oft gibt es ja eine Abteilung oder ein Team für Prozessmanagement im Unternehmen. Die Mitarbeiter dort haben dann mit ganz viel Engagement Prozesslandkarten und Ablaufdiagramme erstellt. Von Seiten der Unternehmensleitung wird immer wieder die Wichtigkeit von gut organisierten Prozessen und Abläufen gesprochen. Und trotzdem geht gefühlt absolut nichts weiter. Man bekommt irgendwie keinen Griff an die Sache. Man bekommt die PS einfach nicht auf die Straße. Und dann verlieren der Reihe nach die Beteiligten irgendwie die Lust an der Sache und der große Frust stellt sich ein. Diese Situation finde ich immer wieder bei vielen Unternehmen vor, zu denen ich als Berater ins Haus komme. Und man stellt sich dann immer wieder die Frage, verdammt, was machen wir denn eigentlich falsch? Überall steht, dass Prozessmanagement wirklich ein großes Werkzeug ist, um echte Erfolge feiern zu können, aber irgendwie geht nichts weiter. Ich kann Sie beruhigen, Sie machen gar nichts falsch. Es fehlt nur noch ein einziger Baustein, aber das ist eben ein ganz fundamentaler Baustein. Es fehlt die Notwendigkeit. Es gibt keinen wirklichen Grund für jeden Einzelnen, die Prozesse wirklich zu optimieren und voranzubringen. Ich habe mir dazu ein Schaubild überlegt, um Ihnen diese Situation ein bisschen zu verdeutlichen und das möchte ich Ihnen jetzt gerne mal zeigen. Wir haben jetzt hier ein Diagramm aufgespannt, ein Schaubild. Da haben wir auf der X-Achse unten den Aufwand, der immer mehr werden kann. Und wir haben auf der Y-Achse zwei Faktoren drin, nämlich einmal den Änderungsdruck und auch die jeweiligen Ergebnisse. Die rote Kurve zeigt den Verlauf des Veränderungsdruckes und den entsprechenden Aufwand, den man entsprechend treiben muss. Das heißt, am Anfang gibt es einen relativ hohen Änderungsdruck zur Einführung von Prozessmanagement als solches. Zum Beispiel eine Geschäftsführung, ein Vorstand beschließt, wir brauchen das ist einfach, Punkt, ist so. Oder Sie wollen eine ISO 9000 Zertifizierung bestehen und brauchen dafür sowohl gelenkte Dokumente als eben auch vernünftige Prozessmodelle. Also es gibt immer am Anfang einen auslösendes Moment, einen relativ hohen Änderungsdruck. Und dann, wenn das erreicht ist, wenn die Prozesslandkarten erstellt sind, wenn die ersten Modelle da sind, wenn man darüber gesprochen gehabt hat, dann flacht es relativ stark ab. Und es bräuchte es einfach einen weiteren Änderungsdruck, aber dieser Änderungsdruck steigt eben auch mit dem künftigen Aufwand. Jetzt haben wir die grüne Kurve, das ist so die Prozessmanagement-Kurve, sage ich jetzt mal. Da fängt es am Anfang durchaus mit so ein bisschen mehr Ergebnis entsprechend an, weil man eben anfängt, über die ersten Prozesse mal zu sprechen. Man klärt die ersten Prozesslandkarten und dann dauert es relativ lange, wo Sie sehr viel Aufwand in Ihr Prozessmanagement reinstecken müssen, bis wirklich die bahnbrechenden Ergebnisse kommen. Das kann ziemlich lange dauern. Und erst dann, wenn die Prozessmanagement-Kurve diese Änderungskurve schneidet, dann sind die Ergebnisse aus dem Prozessmanagement so groß und so offensichtlich, dass es keiner mehr hinterfragt und dann wird auch weiterhin an diesem Thema gearbeitet. Also ab dem Punkt wird es zum Selbstläufer. Nur, Sie sind eben noch nicht an diesem Punkt, sondern Sie sind eben da, wo ich hier eingeblendet habe, Sie sind hier, diese Murmel. Diese Murmel ist genau in dieses Tal reingelaufen von der Änderungskurve. Und sobald sich jetzt irgendwie nichts ändert, kommen Sie auch mit Ihrem Prozessmanagement nicht mehr wirklich irgendwie weiter. Das heißt, Sie brauchen also einen internen Anstoß, einen Änderungsdruck, den Sie intern aufbauen müssen, damit es eine Notwendigkeit gibt, an diesem Thema Prozesse wirklich entsprechend zu arbeiten. Die Frage ist jetzt, wie erzeugt man denn diesen Änderungsdruck, bis das Prozessmanagement so zum Fliegen kommt, dass es eben zum Selbstläufer wird? Und das ist immer mein Hinweis durch Zielsetzung und Prozesssteuerung. Ich unterstreiche das immer wieder, die Wichtigkeit, wie elementar wirklich Zielsetzungen und Prozesssteuerung sind, bevor sie sich auf Sohle 17 in irgendwelchen Prozessmodellen wirklich irgendwo verlieren. Denn wenn es Ziele gibt, die der Prozess erfüllen muss, aber derzeit nicht erfüllt werden, dann ist jedem klar, dass man etwas dafür tun muss. Und insbesondere, wenn also die Zielerfüllung Teil des Mitarbeitergesprächs und der variablen Vergütung ist, vor allem zum Beispiel von Teamleitern und Führungskräften. Wenn Sie also sich einen ordentlichen Bonus verdienen können, wenn das Ziel des Prozesses erreicht wird,
dann werden sie auch entsprechend was dafür tun. Das kann auch bis auf Mitarbeiterebene gehen, zum Beispiel in der Produktion bei einem Kunden habe ich es erlebt, da war also die Vergütung eben der Mitarbeiter lag an der Laufgeschwindigkeit und der Verfügbarkeit eben der entsprechenden Maschine, also an dem Output, der dadurch entsprechend generiert worden ist. Das hat lange gedauert, bis sie es verstanden haben, dass sie damit wirklich ihr monatliches Salär aufbessern können. Aber dann, wie das mal wirklich in den Köpfen war, ist intensiv gemeinsam daran gearbeitet worden, mit den Maschinenführern da wirklich was weiterzubringen. Die Prozessziele fallen aber eben nicht vom Himmel, sondern die sollten eben Teil der unternehmensweiten Zielvereinbarungen sein. Und zum Thema Prozesse und Ziele und so weiter habe ich hier ein Video erstellt mit dem Titel Prozessziele definieren ist Chefaufgabe. Also, liebe Chefs da draußen, schauen Sie sich doch mal ganz genau dieses Video an, bei dem es wirklich um einen essentiellen Teil eures Jobs geht. Es ist elementar wichtig, dass von der obersten Führungskraft angefangen nach unten die Ziele aufgestellt werden, weil sonst geht nämlich nichts weiter. Und den zweiten Videotipp habe ich auch für Sie. Wenn Sie also als Führungskraft bereit sind, jetzt Ziele zu setzen, aber noch nicht so genau wissen, wie Sie die auf die Mitarbeiter runterbrechen sollen, also kaskadiert werden sollen, dann ist das genau das richtige Video für Sie. Also da gehe ich nochmal Schritt für Schritt auf das Thema Zielentfaltung entsprechend ein. Und Ziele sind ja auch das eine, aber dadurch wird ja auch noch nichts wirklich besser. Ziele sind erstmal nur auf dem Papier. Das geschieht immer erst dann, wenn es eine aktive Prozesssteuerung gibt, die vom Prozessverantwortlichen auch wirklich gelebt wird. Und was bedeutet jetzt eine aktive Prozesssteuerung? Auf der einen Seite die aktuelle Informationsversorgung der Prozessmitarbeiter, wo der Prozess gerade steht. Es sind also tagesaktuell die wichtigsten Prozesskennzahlen wirklich zur Verfügung zu stellen und nicht irgendwo nur auf einem SharePoint irgendwo abzulegen. Da können Sie die Kennzahlen genauso gut auch auf Alpha Centauri speichern. Das ist völlig egal, die findet dort kein Mensch. Nein, solche Prozesskennzahlen gehören an eine Shopfloor-Tafel, dass man die im Vorbeilaufen wirklich sieht, wo steht jetzt der Prozess. Und vor allem tagesaktuell, nicht erst irgendwann. Weil nichts ist langweiliger als die Zeitung von gestern, das wissen wir alle. Und genauso ist es auch mit Prozesskennzahlen. Was interessieren mich Prozesskennzahlen, die ein Jahr alt sind? Das ist völliger Humbug, können Sie sparen. Zum Thema Shopfloor-Tafel haben Sie auch hier nochmal ein vertiefendes und spannendes Video, was man noch alles entsprechend mit draufpacken kann. Zum Beispiel aus dem Bereich Arbeitssicherheit oder eben Termintreue und Ähnliches. Der zweite Baustein der aktiven Prozesssteuerung ist es, regelmäßig über die Prozesskennzahl und den Prozess als solchen zu sprechen. Dafür bietet sich natürlich immer auch ein Morgenmeeting an. Ja, im Rahmen einer kurzen Absprache ist jeder auf dem aktuellen Stand und neue Probleme können zeitnah adressiert werden. Auch zum Morgenmeeting habe ich hier nochmal ein vertiefendes Video. Gucken Sie da mal mit rein. Die dauern nicht länger als eine Viertelstunde maximal, aber alle sind auf dem gleichen Stand. Bringt wahnsinnig viel. Alles in dem großen Kontext Shopfloor-Management. Der dritte Baustein einer aktiven Prozesssteuerung ist die Initiierung der Prozessoptimierung. Bringen Sie also in Ihrer Rolle als Prozessverantwortliche die richtigen Personen zusammen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und zwar ein Problem im Prozess, das Ihnen die Zielerreichung verhagelt. Das muss gelöst werden. Sie sollen und müssen es ja nicht selbst lösen als Prozessverantwortliche, aber Sie müssen die Maßnahme zur Verbesserung ins Rollen bekommen. Sie müssen das anschieben, dass sich die richtigen Leute zusammensetzen und sagen, wie kriegen wir jetzt dieses Problem wirklich gelöst, dass bei der Wartung an der Maschine es einfach so und so lange dauert. Kann man das dann auch irgendwie parallel gestalten, zum Beispiel die einzelnen Schritte, wie ist die richtige Reihenfolge, damit wir einfach eine Stunde schneller fertig sind und die Maschine eine Stunde eher läuft. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass Sie als Prozessverantwortlicher eben das anschieben und nicht alles selber machen müssen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, das habe ich auch wirklich in ganz, ganz vielen Unternehmen tatsächlich beobachtet, wenn es keine Ziele und keine Prozesssteuerung gibt, dann fehlt der notwendige Druck zur Verbesserung Ihrer Prozesse. Und man kommt aus diesem Loch, denken Sie an diese Murmel, ja, aus diesem Loch kommen Sie nicht raus. Das wird auch nichts weiter werden. Dann bleibt es eine Graswurzelbewegung eben aus Ihren Mitgliedern in der Prozessmanagementabteilung. Und nach einiger Zeit wird Prozessmanagement dann als gescheitert erklärt. Und das ist jammerschade, weil man nämlich die ganze Energie, die man vorher reingesteckt hat, eigentlich dann damit verbrannt hat. Als Ursache für dieses Scheitern, das liegt nicht am Prozessmanagement oder auch nicht an den Mitarbeitern aus der Abteilung Prozessmanagement, die sich damit wirklich hochmotiviert und engagiert auseinandergesetzt haben. Nein, die Ursache für das Scheitern liegt im Führungsversagen. Auch wenn Sie es jetzt nicht gerne hören, die Ursache des Scheiterns eines Prozessmanagements liegt im Führungsversagen und zwar meistens ganz oben. Bei den Prozesszielen und damit bei der Geschäftsführung. Wenn es diese Ziele nicht gibt,
die aufgestellt werden, die kaskadiert werden, dann bringt das beste Prozessmanagement nichts. Da können sich die Damen und Herren aus der Prozessabteilung oder der Organisation oder Business Development oder wie auch immer diese Gruppe heißen mag, ja, noch so sehr abstrampeln und noch so viele gute und richtige Prozesslandkarten und Ablaufdiagramme erstellen, sie werden und müssen zwangsläufig scheitern, weil der Druck zur Veränderung einfach fehlt. Und für alle anderen außerhalb dieser Prozessblase gibt es eben auch einfach keinen Grund, irgendwas zu ändern. Es ist ja wirklich nett, es ist kuschelig, es ist alles prima, es hat sich eingeschwungen, es läuft ja irgendwie. Es gibt keinen Grund zur Veränderung, wenn Sie keine Prozessziele setzen. Wie denken Sie jetzt über meine Aussagen? Haben Sie vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht und kennen Sie vielleicht ein Geheimrezept, mit dem Sie Ihr Prozessmanagement bei sich im Unternehmen zum Fliegen gebracht haben? Schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.